Ich weiss noch gut, als wir uns in der Geschäftsleitung über neue Büros unterhalten haben, haben wir gesagt, wir machen nicht nur einen Schritt, wir machen gerade zwei Schritte. Darum sind es jetzt nicht nur einfach neue Büros, sondern eben auch andere Büros. Darum haben wir heute zwar nach wie vor 16 Arbeitsplätze mit Doppelbildschirm und Stehpult, aber für 50 Leute reicht das nicht. Die Idee ist, dass man neben diesen Plätzen noch 90 weitere Arbeitsplätze hat. Vor allem im Coworking-Bereich natürlich, wo man miteinander arbeiten kann. Geht aber weiter bis in ein Internetcafé oder sogar eine Sonnenterrasse mit Stuhl, wo man natürlich ebenfalls Internetanschluss hat. Wenn man reinkommt, wird man von der Blue Avenue empfangen. Die führt durch die ganze Firma durch, so als lockere Landstrasse am Grünzeug vorbei. Nebendran haben wir den Workbereich, dort haben wir bewusst einen anderen Teppich gewählt, das soll ein bisschen statischer zugehen. Auch Pflanzen sind ein wichtiger Bestandteil unserer neuen Büros. Sie sind nicht nur schön und angenehm, sondern sie haben auch drei Funktionen. Es gibt solche, die produzieren Sauerstoff, es gibt solche, die produzieren Luftfeuchtigkeit und die dritte Sorte, wie dieser hier, ist ein Filter, der Schadstoffe herausfiltert. Die neuen Büroräumlichkeiten sind wirklich gelungen und geben uns Schwung, im 2023 richtig durchzustarten, unsere Produkte noch besser zu machen und unsere Kunden noch professioneller zu betreuen.